Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen. Das Topspiel am Samstagabend um die Champions League. Dritter gegen den Vierten im Signal Iduna Park. Und hier sehen Sie nochmal die Zusammenfassung. Und wir schauen uns auch mal die Aufstellung an. Birki im Tor ganz normal, ebenfalls die Abwehr unverändert. Dahoud kommt mit ins Mittelfeld mit Schein. Dann haben wir Maximilian Philipp, Pulisic und Schürrle. Und für den verletzten Batshuayi, Schürrle, das war ja eine böse Nachricht. Der Baker wird dem BVB die ganze Saison fehlen und somit dann auch wieder zu Chelsea zurückkehren. Das ist die Aufstellung von Leverkusen. Hier gibt es auch nicht viele Änderungen, außer dass der gesperrte Alario immer noch der Mannschaft fehlen wird und Volland das vorne machen wird. Und so sieht das dann alles aus. Also alles ist angerichtet für einen spannenden Spieltag. Wie gesagt, der Kampf um die Champions League hat schon längst begonnen, aber es wird jetzt nochmal richtig ernst. Wir gehen auf jeden Fall mal ins Spiel rein. Und den ersten Angriff gehört Leverkusen. Die kam nämlich direkt schon mal in der dritten Minute mit Vollschwung und Birki musste retten. In der dritten Minute schon. Den Schuss von Brandt, der kommt, beziehungsweise kam richtig gut, aber Birki kam sensationell noch dran. Also klasse gemacht vom Schweizer. 10 Minuten später kamen auch das erste Mal die Dortmunder mit Reus. Mit Reus, der zentral offensives Mittelfeld spielt, seitdem Stöger da ist. Und Pulisic mit dem ersten Abschluss. Aber das war ja noch nicht so vielversprechend. Deswegen mussten da ein bisschen was anderes, was besseres her. Pulisic! Keine schlechte Chance, aber auch noch ein bisschen zu wenig. Und hier haben wir nochmal kurz die Chance von Julian Brandt. Dann wieder Reus. Reus, und er ist auch nicht schlecht. Nochmal hier in der Wiederholung zu sehen. Macht er gut, hört dann am Ende dann doch ein bisschen zu weit weg vom Tor. Somit weiterhin 0-0. Dortmund drückt in dieser Phase. Und Reus immer wieder mit dabei, immer wieder mit einer Chance. Aber im Endeffekt war es immer ein bisschen zu wenig. Hier war es auch nicht gerade eine Großchance. Und dann kamen die Leverkusener mal. Nach einem Abschluss, wohlgemerkt, kamen sie hier zum Kontern. Havertz, Schmelzer, was macht Schmelzer da? Volland noch eine Chance und dann im Nachschuss. 1-0 für Leverkusen. Was Schmelzer da gemacht hat, weiß wirklich keiner. Volland nutzt es auf jeden Fall, zumindest im Nachschuss dann. Birki hält nochmal gut. Und dann im Nachschuss. Hier haben wir nochmal die Situation. Schmelzer hat ihn eigentlich, muss ihn wegschießen. Volland drückt da richtig daneben. Zuerst, wie gesagt, Birki noch gut gehalten und im Nachschluss kann er dann nichts mehr machen. Und somit stand es 1-0 für die Werkself zu diesem Zeitpunkt. Ein bisschen unerwartet. Aber sie blieben noch auf dem Pedal. Es ist immer noch die erste Halbzeit am Laufen. Bailey mit der Ecke. Volland, Birki hält und dann Tah. Vor dem freien Tor. Kommt er nicht richtig zum Abschluss. Hier Birki unter die Beine. Hat noch Glück, dass er nicht reingeht. Und Tah muss den... Ist natürlich auch schwer, ein bisschen aus dem Stand da irgendwie ins Tor unterbringen. Wir springen in die zweite Halbzeit. Denn Leverkusen macht dir jetzt auf einmal richtig Druck. Mit Brandt. Ja, hat viel zu viel Platz. Und Bailey! Bailey! 1-0. 2-0 für die Werkself. Bailey beendet seine... Ja, kleinere Torflaute, nachdem er ja, der absolute Shootingstar in der Bundesliga war. Hier hat Brandt zu viel Platz. Und Bailey macht das richtig stark gegen Roman Birki. Und sie führen 2-0 und damit sah alles danach aus, dass sie
hier gewinnen und die Champions League zum Greifen nah war. Und Leverkusen in dieser Phase nur noch am Drücker mit Charles Arangues. Arangues, der ist auch überhaupt nicht schlecht. Der Chilene mit einer richtig guten Chance. Und Borussia Dortmund schaute nur noch zu. Sowohl auch in der nächsten Szene, 65. Spielminute. Bellarabi kann sich da einwandfrei durchsetzen. Aber Birki hält auch sehr gut. Aber es ging ja weiter, nicht mal eine Minute später. Djurchenko, Bender. Dann wieder Charles Arangues. Sie kommen hier zum Abschluss, wie sie wollen. Und eben das schon fast hier im Minutentakt. Dann ein sensationeller Pass auf Bailey von Volland. Der Kopfball ist auch nicht schlecht. Aber verfehlt dann das Tor. Ein bisschen. Dann wieder Leverkusen. Wie gesagt, in der zweiten Halbzeit war nur noch Leverkusen am Drücker. Wieder Bellarabi. Und fast sogar das 3-0. Dann macht's Bailey stark. Und dann ist der Dominik Kor. Muss hier eigentlich alles perfekt machen und das 3-0 machen. Allerdings verfehlt er das Tor um wenige Meter. Dortmund blieb also nicht mehr viel Zeit. Die 85. Minute war angebrochen. Und wenn sie jetzt wieder auf ein Tor schießen könnten, wäre vielleicht nochmal doch ein bisschen Hoffnung drin. Schürrle an den Pfosten und dann Jarmolenko. Mit der nächsten Chance zuerst pariert Leno. Und Tah muss dann doch nochmal retten. Das war knapp. Und die letzte Chance nochmal. Dortmund, Sancho. Noch nicht geklärt. Weigel, Sancho. Und das war die letzte Sache, letzte Aktion vom Spiel. Es war Schluss. 2-0 gewinnt Leverkusen, Dortmund hochverdient, vor allem nach der zweiten Halbzeit. Und Dortmund muss jetzt auch um die Champions League zittern. Und er, an ihn müssen wir gucken, denn er ist dafür verantwortlich, dass das so eingeleitet wurde, dieses Spiel. Er hat dieses 1-0 vorbereitet. Und hier Bailey, der auch mal wieder trifft. Und somit Stand 2-0. Ich verabschiede mich von Ihnen. Danke fürs Zuhören. Und ja, ihr könnt gerne den Kanal abonnieren. Bis dann. Ciao.